Moin ihr Gamer und herzlich willkommen zurück bei Let's Play XCOM Enemy Unknown. Wir stehen kurz vor unserem nächsten Einsatz. Ich darf euch kurz das Team des heutigen Einsatzes vorstellen. Wir haben da nicht Van Dyke. Ganz bestimmt nicht. So. On Mission. Active. Aha. Nizio. Da ist die Königin. Die Königin der Soldaten. Nizio. Oliver. DDGX. Dani Vertan. Beziehungsweise Commander Dani Shepard. Und The Freddy K. Ganz groß. Nizio und Freddy K. jetzt mit eingestiegen. Und hier die beiden Veteranen. Ah, stimmt, die sind beide schon echt weit gekommen, muss man sagen. Vielleicht schaffen die beiden das ja sogar, euch ein bisschen zu beschützen, Jungs. Schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. Launch Mission. Oh, vielleicht mal die Fraps-Zahl ausblenden, wenn ich gerade nichts zu tun habe. Begin Assault. Ganz klar. We have visual. Our target site is near the German border. Schon wieder irgendwas. Looks like the aliens went down in a sparsely populated area. If there are civilians in the area, I hope they stay clear. Ach, das schaffen sie schon. So, was sehen wir denn da? Hübsches Wäldchen. Aha. Ich rieche Baumstämme. Oh, das brennt. Lichterloh. So. Ja, jetzt brennt es nirgendwo mehr. We're just north of the crash site. Strike One is in position to engage. Loud and clear, Big Sky. We'll monitor those readings from here. Strike One is authorized to assault the alien craft. So. Was, wie machen wir das denn am besten? Geht Olli hier gleich durch die Mitte? Ja. Olli, wer geht hier gleich durch die Looks Mitte? Looks like the crash site is dead ahead. We should expect heavy resistance here. There's no telling how many hostiles were on board. Approach the craft with caution and attempt a breach if possible. Ja. Moving. Da, nee, du nimmst einfach die Flanke und supportest uns da. So. Nizio, du gehst dahin. Du Dancing Queen. Yes, sir. Jawohl. Haben wir sie doch alle erstmal ganz gut untergebracht hier. So, Oliver, was machen wir mit dir? Komm, erstmal schicken wir hier Dani ins Feld. Go long! So, dann Prinzessin Nizio. Solid copy. War ich eben schon wieder mit. Oh, da sind sie ja schon. Da sind schon zwei Genossen. Dann gehst du mal auf Overwatch. So, Freddy K. Wollen wir dich mal nach ganz vorne bringen? Nee, da kannst du nicht mehr schießen. Das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Du kannst irgendwie nicht so richtig weit laufen, ne? Weißt du was? Du gehst auf Overwatch. Und du, lieber Oliver, was machen wir mit dir? Nimmst mal hier zentrale Stellung. Okay, noch auf Overwatch. So, was macht er jetzt, ne? Kommt ihr noch, oder war's das schon? Das war's schon. So, volle Deckung, sehr schön. Aber die beiden Genossen sind hier... Die sind wieder verschwunden, das ist ja toll. Nizio, was machen wir mit dir? Da vorne bist du eigentlich... Da bist du nicht gut aufgehoben. Ich glaube, hier ist gar nicht schlecht. Aha, da hast du sie doch im Visier. 45%. Das ist nicht viel. Ach, ihr spielt ja wieder eure Gedankenspiele, ne? Ist natürlich auch nicht schlecht. Kannst du auch nicht schießen, das ist doch schlecht. Freddy, das ist schlecht. So. Ha.
Auch 45. Aber mal probieren von hier aus, Freddy. Ich glaube, du würdest nicht meinen Möbelwagen treffen, aber wir probieren's. Oh, guck an. 3. Warum ist denn der nicht totgegangen dabei? Warum ist der nicht totgegangen? Ach, jetzt macht er schön. Schießt er erstmal. Keine Chance gegen Olli Bär. So. 48. Das reicht mir nicht. Aber ich stehe so schlecht hier eigentlich. Wo kann ich noch hin, was ein bisschen besser ist? Ein bisschen geschützter. Gar nichts. Ist alles nur halbe Deckung hier. Na komm, noch probieren wir es mal. 48. Das ist doch schon ein Wort. Jawoll. Sehr schön gemacht. Ah, guck mal an. Nizio hat dich nicht erwischt. So, jetzt gehst du mal hier vorne hin. Und jetzt ballerst du dir mal so richtig eine. Nochmal 48%. Ich versuch mal wen anders dran zu lassen. Komm, wir brauchen eine Beförderung für entweder Freddy K. oder Nizio. Dani, du wartest jetzt auch nochmal eben ab. Freddy K. Nicht die beste Position. Jetzt mal auf Overwatch gehen. Dich wollten wir kurz warten lassen. Wo ist Nizio? Da ist Nizio. Er ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Komm, vorderste Linie. Vorderste Linie. Ach, 45%. Verarsch mich doch nicht. Ah, aber du hast ihn. Du hast ihn gekriegt. Dann kannst du auch auf Overwatch gehen wieder. Und ich glaube, Dani könnten wir jetzt aber alleine in den Wald reinschleichen. Da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Ach so, der ist hier schon vorbei. Geht's ja gar nicht weiter. Das muss doch eine andere Karte sein. Das heißt, wir haben sie hier vorne wirklich schon ausradiert. Oder geht's hier noch weiter? Hier geht's weiter. Sollten wir vielleicht tatsächlich vorher nochmal in den Wald reinschauen. Um ganz sicher zu gehen. Dass es gesäubert ist. So, dann machen wir mal. Kannst du mal einen Seitenwechsel nehmen? Ach, immer diese Musik, da wollen sie es immer noch mal spannend machen, ne? So. Olli Bär rennt vor. Genau. Dani nimmt die volle Deckung hinter dem Baum. Nizio, du bleibst mal. Ich glaube, du bleibst mal zentral. Für den Fall, dass hier irgendwas passiert. Gehst du auf Overwatch. Und Freddy, dich können wir jetzt vielleicht mal einsetzen. Wo du ja wieder so ein bisschen blindfischmäßig unterwegs warst, da mit deinen. Aha, da sind sie ja schon. Energy field protecting parts of the ship. We'll have to look for an opening. Ist eigentlich nicht gut, wie meine Leute da jetzt stehen. Stehen eigentlich auf der falschen Seite und sind ziemlich ungedeckt. Aber er, Nizio. Ah, 3 Schaden. Hast du gut gemacht. Aber warum ist er nicht tot? Hat er 4? Hat er echt 4 Health? Ah, critical. Scheiße. Olli Bär. Oh, verpiss dich da. Echt. Dich will ich auf keinen Fall verlieren. Oh, der ist sowas von erledigt, der Typ. Wir müssen mal mit irgendwas Näherem müssen wir hier ran. 45%, aber diese scheiß 45%. Freddy K. 45%, immer diese 45%, das ist wohl. So. Jawohl. So will ich das sehen. Gut, das ist ja auch wirklich die letzte Bestätigung. Wenn ich den Typen umhaue, der den anderen kontrolliert, dann wird der Kontrollierte, geht dann auch flöten. Das ist gut. So, ihr müsst jetzt ohne den Olli Bär weiter. Olli Bär macht jetzt nur noch Support. Könnt ihr euch sicher sein, weil. Das alles andere wird er nicht überleben, nehme ich mal an.
Good copy, moving on target. So. Achso, ich bin ja eigentlich noch gar nicht fertig. Komm, Freddy. Kannst du noch mal ein bisschen mehr erkunden. Oh, hier ist noch so eine eine kleine Fackel. Stört mich ein bisschen, dass ich noch keine... So, komm, Nizi und Dani, ihr stürmt jetzt mal das UFO. Okay. So, man hört keine Geräusche oder irgend sowas. Du bist schön auf Overwatch hier. So, Dani. Aha. So, Dani. 48. Hotz. Let's take that thing down. Ah, wenn das mal nicht gut gegangen ist. Mission accomplished. Incredible. It seems to have vanished. Sure. Gut, das ist ja gerade nochmal gut gegangen mit dem Oliver. Da bin ich ja doch sehr erleichtert. Der hätte es echt fast... Fast hätte es ihn umgehauen. Aber... Ja, ich glaube, kein Abschluss für Freddy K. Oder doch, doch, doch. Du hast eben noch einen gekriegt. Sehr gut, sehr gut. Damit könnte es doch befördert worden sein jetzt. Schauen wir mal gleich rein. Was denn das Ergebnis ist und wie schlimm. Oh, 15 Tage ist Oliver weg vom Fenster. Earned Nickname Yeti. Ja, ich glaub's auch. Pass mal auf, das werde ich ihm aber gleich austreiben. So, Sergeant Shredder Rocket oder Suppression. Finde ich irgendwie beides nicht so geil. Shredder Rocket oder Suppression. Ja, ich nehme mal Suppression, was soll's. So, und jetzt machst du mal... Ach nee, das machen wir gleich. Dani ist nicht befördert worden, die hat es irgendwie nicht so richtig gebracht. Ups. Ups. Jetzt habe ich vergessen zu befördern. Welcome back, Commander. I wanted to speak to you about our current fleet of interceptors. It's crucial that we keep several of these aircraft on high alert. We'll need them to intercept any future alien contacts, and it's likely we'll suffer some losses in the process. I think it's also worth mentioning that even a full squadron of interceptors will do no good against our enemy if we don't know where they are. Additional satellite coverage will be required before we are able to detect alien craft elsewhere on the planet. Visit us in engineering should you wish to build additional satellites. Goodbye, Commander. Ja, kommt alles. Exum Database. So, wir müssen jetzt immer noch mal die Soldaten befördern hier. So, Freddy K., erste Beförderung. Heavy, ja, wusste ich's doch. Ah, ich brauche aber gar nicht so viele Heavies. Es sind schon 3 Stück. Gut, kriegst halt auch eine Rakete erstmal. Ach, Freddy. Ach doch, ist eigentlich ganz nett. Ist eigentlich ganz hübsch gemacht. So, und... Squaddy. Squaddy Nizio. Ach, unsere Prinzessin kriegt natürlich auch ihre Beförderung. Komm, hier. Run and Gun. Assault. Endlich mal jemand. Nizio, damit hast du dir einen wichtigen Posten verschafft, würde ich sagen. Endlich mal Assault. Ich dachte, da passiert gar nichts mehr. So, und jetzt aber wird der erste... Achso, nee, ist ja Quatsch. Der erste Sergeant, den wir haben, wird schon mal customized. Denn wir haben hier einen Nickname zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt wird der Oliver wieder zum Oliver. Da ist er. So, Oliver. Jetzt ist Herr Sergeant Olli, Oliver, DDGX. Hervorragend, das gefällt mir gut. Irgendwie sieht er mir fast ein bisschen zu langweilig aus mittlerweile. Irgendwann werde ich da nochmal rangehen. Und mit da rangehen meine ich nichts Sexuelles, sondern einfach nur
ihn nochmal abändern. So, 3 Verwundete haben wir schon. Benny Usen, Luke's Gamezone und der Olibär. Alle verwundet. Dani. Ach, Van Dyke. Komm, jetzt. Hauen wir die jetzt mal weg hier, echt. Die geht mir auf den Keks, geht sie mir. So, wir holen uns vielleicht schon mal ein paar neue Soldaten. 4, 5. Und die mache ich dann zum nächsten Mal, mache ich die fertig. Ja, aber ich glaube, jetzt bleibt es erstmal kurz bei 5 namenlosen Soldaten. Und dann, was hat er gesagt, was brauchen wir alles? Ich glaube, im Hangar haben wir schon Schiffe bestellt. Dann müssen wir jetzt mal ins Engineering gehen und Facilities bauen. Wir haben noch ein bisschen Raum, um hier zu wachsen. Aber wenn wir wirklich unsere Facilities erweitern wollen, müssen wir unter der Basis excavieren. Unfortunately, je tiefer wir gehen, desto mehr wird es kosten. So, genau. Erstmal bauen wir dann einen neuen Lift. Die Tür können wir schon mal excavaten. Dann ist da schon mal ein bisschen was in Arbeit. Und wir haben immer noch 340 Tacken. Das ist eigentlich eine coole Sache. So, gucken wir mal. Medikits können wir auch mal bauen. Hier. 4. 4 Stück. Für 100. Gibt's sonst irgendwas, was wir bauen können? Scope? Nee, ich will kein Scope. Satellite. Ja, einen können wir doch immer mal bauen. Our current satellite uplink facilities are at full capacity. We should build additional uplinks as soon as possible to allow for new satellite deployments. Aber die dauern halt so lange. Die dauern halt so lange, bis sie fertig sind. 19 Tage oder so, zumindest. Das ist einmal bei mir so. So, gibt's hier irgendwas? I still can't believe Dr. Vaughan expects our troops to try to bring one of those things back here in one piece. Much less alive. Was ist denn das nächste Event? R2. New Interceptors North America, neue Soldaten, Arc Thrower, Access Lift, Alien Containment, ja. Sind jetzt, glaube ich, gerade mal alle ausgelastet, alle Truppen. Dann können wir mal nach Aktivitäten suchen. Und dazu geht's ins Mission Control. Scan for Activity. Oh, Arc Thrower. Das ist doch was. Den können wir jetzt bauen. Dann machen wir das gleich mal. Erstmal werden wir den hier auseinandernehmen lassen, den Sectoid. Ich glaube, das ist das Beste jetzt. We've made a number of interesting discoveries based on the autopsy results of the alien specimen you brought back. The research team is now referring to this particular variation as a sectoid, based on the unusual structure of its internal organs, which we believe to be the product of genetic manipulation. As we've seen in the field, this species also seems to harbor some sort of telepathic ability. Ja, dann sind wir auch wieder fertig, nochmal für eine Weile. Auch Access Lift schon in einem Tag, das ist ja hervorragend. Alien Containment auch einen Tag. Achso, wir sollten ja natürlich noch im Engineering natürlich noch ein paar Arc Thrower bauen auch. Boah, das kostet aber viel. Brauchen wir mal 2 Stück. 2 Stück, das muss reichen. So, und jetzt. Den lassen wir mal ein paar Tage vorbeistreichen. Oh. Sehr gut. New Construction. Up and running. Excavate. Steam. Wo habe ich hier nur einmal Steam? Gab es sonst nicht mehrmals Steam? Ich sollte mir hier noch was hinbauen. Power Generator brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Haben noch ein bisschen Power. Thermogenerator ist kackenteuer. Ne. Viel haben wir noch nicht. Aber wir könnten noch ein Laboratory bauen. 62. Wir haben nur noch 71, ne? Ne. Lassen wir bleiben. Gehen wir kurz in Situation Room. Guck mal, was der Grey Market sagt. Several members of the Council have expressed an interest in acquiring some of the artifacts we've recovered.
However, we should be careful in choosing what items we release. The research team may not have discovered their true value yet. Ja. Das ist schon mal Damage, das heißt, es kann, hat keinen Nutzen, das können wir schon mal verkaufen. Das können wir nicht verkaufen, das will ich auch nicht verkaufen, das auch nicht. Das würde ich auch nicht verkaufen, aber hier können wir mal ein paar von verkaufen. Commander, ja. Wir haben 18 Leichen da rumfliegen. Disappointed if we put financial gains ahead of our own research and development. Ja, guck mal, also 18 tote Aliens irgendwo rumfliegen zu haben, das ist mir echt unheimlich, da will ich nicht bleiben. Da ist echt die, der Spruch, wir haben Leichen im Keller, wirklich eine Untertreibung. Wir haben einen ganzen Haufen toter Aliens irgendwo rumfliegen. Wo sollen wir die denn lagern? So. So, und wieder zum Mission Control. Ja. Zeit für Alien Containment. Alien Containment Facility online. New Construction. Was kann ich denn mal bauen? Ne, ich habe jetzt gerade nicht das Geld, um weiter zu bauen. Ich möchte das eigentlich noch mal ein bisschen ruhen lassen. Aber können die Officer Training School gehen? Und können erstmal die Squad-Size erhöhen. Damit mehr von euch Störenfrieden mitfahren können auf so einen Einsatz. Das finde ich sehr sinnvoll.